Die Ärzte dachten, dieser kleine Junge hätte keine Überlebenschance. Doch als sie einen Kaiserschnitt durchführten und ihn sahen, waren sie völlig sprachlos. Das ist die Geschichte von Nick und Brooklyn Schnars süßem Jungen, Charlie Schnarr, und sie ist der Beweis, dass es Wunder gibt. Nick und seine Frau waren bereits mit zwei hübschen Mädchen, Sophie und Lily, gesegnet. Sie schätzten ihre Töchter sehr und sorgten dafür, dass es ihnen an nichts fehlte. Jeden Morgen machten sie sie für die Schule fertig und nachmittags holte Brooklyn sie von der Schule ab. Nach einiger Zeit bemerkten die beiden, dass sie ein weiteres Baby erwarteten. Diesmal waren sie mit einem Jungen schwanger. Wie alle werdenden Eltern freuten sie sich sehr über diese Nachricht. Und noch mehr, weil sie zum ersten Mal einen Jungen bekommen würden. Es war die perfekte Familie, die sie sich immer gewünscht hatten. Das amerikanische Paar begann, Pläne für die Ankunft ihres Babys zu machen. Sie kauften Babysachen ein und überwachten die Schwangerschaft sorgfältig. Sie verpassten keine Routineuntersuchung im Krankenhaus und Nick sorgte dafür, dass Brooklyn so viel Ruhe wie möglich bekam. Als sie ihren Töchtern erzählten, dass sie bald einen kleinen Bruder bekommen würden, waren die Mädchen begeistert. Sie freuten sich, dass sie einen kleinen Bruder haben würden, mit dem sie spielen konnten. Es war aufregend für Nick und seine ganze Familie. Leider war 5 Monate später die Freude über ihren ungeborenen Jungen plötzlich verflogen. Du fragst dich jetzt sicher, warum? Nun, weil die Ärzte bei ihrem Baby eine schreckliche Krankheit diagnostizierten, die ihnen das Herz brach. An dem schicksalshaften Tag gingen Brooklyn und ihr Mann zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus. Nach der Ultraschalluntersuchung diagnostizierten die Ärzte bei ihrem Baby einen schweren Hydrozephalus. Eine Erkrankung, die auch als Wasserkopf bezeichnet wird. Den Ärzten zufolge befand sich zu viel Flüssigkeit im Schädel des Babys, die nicht abgeleitet werden konnte. Infolgedessen lastete ein übermäßiger Druck auf seinem kleinen Gehirn. Aber wie kam es dazu? Leider konnten die Ärzte darauf keine Antwort geben. Nick und seine Frau waren in Tränen aufgelöst, als sie die Diagnose bekamen. Wir konnten es nicht glauben, als die Ärzte uns sagten, dass unser Kind so eine schreckliche Krankheit hat. Es hat uns völlig überrascht. Es war unser erster Junge und wir konnten den Gedanken nicht ertragen, ihn zu verlieren. Wir waren besorgt und wussten nicht, wie es weitergehen sollte, sagte Brooklyn. Einige Tage später überwiesen die Ärzte das schwangere Paar an das Cincinnati Children's Hospital in den Vereinigten Staaten. Dort sollten sie mehr über den Zustand ihres Babys herausfinden. In diesem Krankenhaus trafen sie sich mit einigen der renommiertesten Fetalmediziner des Landes. Zunächst gaben die medizinischen Experten dem Paar eine beruhigende Prognose und rieten ihnen, das Beste zu hoffen. Irgendwann hörten sie auf, die Flüssigkeitsmenge im Kopf ihres Babys zu messen. Es spielte keine Rolle mehr, denn die Gesundheit des Babys war in großer Gefahr. Der Zustand unseres Babys war ernst. Irgendwann hörten die Spezialisten auf, den Flüssigkeitsspiegel in seinem Gehirn zu messen und zu überwachen, weil es nicht mehr wichtig war. Die MRT-Bilder, die wir sahen, waren schlimm. Wir standen unter Schock und hofften einfach auf ein Wunder, erinnert sich Nick. Nachdem einige Wochen vergangen waren, teilten die Ärzte dem Paar weitere erschreckende Neuigkeiten mit. Sie sagten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Baby es nicht überleben würde, bei über 90% lag. Wenn es das Glück hatte zu überleben, würde es mit schweren Hirnschäden geboren werden, die seine Lebensqualität beeinträchtigen würden. Brooklyn und ihr Mann waren völlig am Boden zerstört, als sie den Bericht der Ärzte hörten. Es sah so aus, als würde ihre Chance, einen Jungen zu bekommen, immer weiter schwinden. In diesem Moment schien es die einzige realistische Option für sie zu sein, die Schwangerschaft abzubrechen. Sie beschlossen jedoch, das nicht zu tun. Stattdessen gelobten sie, alles zu tun, was nötig ist, um ihr Baby sicher zur Welt zu bringen. Sie versprachen, ihn zu lieben, egal wie er geboren wird. Obwohl es so hoffnungslos aussah, trafen Nick und seine Partnerin eine Entscheidung, die ihnen Momente später Glück brachte. Sie wandten sich von der Wissenschaft ab und setzten ihr Vertrauen in Gott. Zum Glück hatten sie Familie und Freunde, die für sie beteten. Brooklyn wurde vorübergehend nach Cincinnati, Ohio verlegt. Dort wohnte sie in einem Hotel in der Nähe des Krankenhauses, falls die Wehen einsetzen sollten. Ihr Mann hingegen reiste hin und her, weil er sich auch zu Hause um die Töchter kümmern musste. Ein paar Wochen später erklärten ihnen Experten, wie sie ihn am Leben halten können, vorausgesetzt, er schafft es. Das Paar hatte viele Treffen mit Medizinspezialisten. Wir hatten ein Treffen mit der Palliativmedizin, bei dem es um den Einsatz von lebenserhaltenden Maßnahmen ging. Wir hatten auch ausführliche, schreckliche und emotionale Diskussionen über die Frage, wann wir diese Maßnahmen entfernen oder beenden müssen, damit unser Baby friedlich sterben kann, erklärt Nick.
Doch er und seine Frau weigerten sich, ihren kleinen Jungen aufzugeben. Sie glaubten, dass Gott ihren Sohn am Leben und gesund halten würde. Die Zeit verging schnell und der Tag kam, an dem Brooklyn ihr Baby zur Welt bringen sollte. Doch etwa 15 Minuten bevor die Ärzte mit dem Kaiserschnitt begannen, teilten sie den werdenden Eltern eine weitere enttäuschende Nachricht mit. Sie sagten, ihr Baby sei nicht in der Lage, selbstständig zu atmen und dass es einen Beatmungsschlauch benötigen würde. Die Ärzte sagten ihnen auch, wann sie den Schlauch abnehmen müssten, damit ihr Kind in Frieden sterben könne. Das machte das Paar sehr traurig. Sie wussten nicht, dass ein Wunder kurz bevorstand. Die Ärzte brachten die schwangere Frau zu dem Ort, an dem die Entbindung stattfinden sollte. Während des Kaiserschnitts war Nick sehr unruhig. Er lief auf und ab und hoffte, dass es seiner Frau und seinem Sohn gut gehen würde. Ein paar Minuten später hörte er etwas Erstaunliches. Sein kleiner Junge weinte. Ja, du hast richtig gehört. Der kleine Junge atmete von alleine und heulte sowas von laut. Nick konnte es nicht fassen. Er sagte, dass es das süßeste Geräusch war, das er in seinem ganzen Leben gehört hatte. Das Paar begrüßte seinen kleinen Jungen am 8. Juli auf der Welt. Die Ärzte und Krankenschwestern, die den Kaiserschnitt durchführten, standen unter Schock, als sie das Baby sahen. Sie konnten sich nicht erklären, wie der Kleine so gesund zur Welt kommen konnte. Obwohl er eine leichte Vergrößerung der Herzkammern hatte, wussten sie, dass sie mit regelmäßigen Kontrollen behandelt werden konnte. Aber wieso war Baby Charlie lebendig und gesund? Die Mediziner sagten Nick und seiner Frau, dass sie keine medizinische Erklärung dafür hatten. Sie sagten uns, dass das Gehirn unseres Sohnes auf natürliche Weise einen Weg gefunden hat, die Blockade zu beseitigen oder die Flüssigkeit umzuleiten, die den drückenden Rückstau der Gehirnflüssigkeit verursacht hat. Wir glauben, dass es ein Wunder Gottes war. Er hat bewiesen, dass sein Plan der einzige war, was zählte, sagte Nick. Das Paar erinnerte sich daran, dass sie während ihres Aufenthalts im Krankenhaus häufig die Worte Wunder und göttliches Eingreifen hörten. Am Ende bewies Gott ihnen, dass er die Situation unter Kontrolle hatte. Selbst die Ärzte und Krankenschwestern waren sich sicher. Baby Charlie war ein Wunder der Wissenschaft. Für Nick war das Geheimnis hinter der übernatürlichen Heilung seines Sohnes das Gebet. Viele Monate lang, seitdem er von der Diagnose seines Sohnes erfahren hatte, beteten Familie, Freunde und sogar Fremde für seinen kleinen Jungen. Wie durch ein Wunder hat es funktioniert. Unglaublich, oder? Der stolze Vater sagte, ich bin ein praktischer Mensch, der durchaus an Wissenschaft und Medizintechnik glaubt, aber ich weiß aus tiefstem Herzen, dass Gott daran beteiligt war. Ich gebe ihm die Ehre und den Ruhm. Ich weiß, dass mein Sohn ohne ihn nicht überlebt hätte. Das Gebet ist wirklich mächtig. Gott ist real und er verbringt immer noch Wunder. Er war auch dankbar für die Gebete, die aufmunternden Worte, die Unterstützung, die SMS, die E-Mails und die Liebe, die er und seine Frau in diesen schwierigen Momenten von Freunden und Familie erhielten. Die Ärzte brachten den kleinen Charlie auf der neugeborenen Intensivstation, wo man sich um ihn kümmerte. Nachdem er dort einige Wochen verbracht hatte, durfte er zu seinen Eltern nach Hause. Charlie ist am Leben und trotzt weiterhin allen Widrigkeiten. Zweifelsohne hat Gott einen großen Plan für ihn. Diese unglaubliche Geschichte erinnert uns daran, dass wir im Leben niemals aufgeben sollten. Selbst wenn die Dinge schlecht aussehen, können wir uns immer noch aus schrecklichen Situationen befreien, wenn wir auf Gott vertrauen. Was hast du aus Charlies bemerkenswerter Geschichte gelernt? Wie hat sie dich inspiriert? Ich kann es kaum erwarten, deine Gedanken in den Kommentaren zu lesen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, gib ihr bitte ein Like und abonniere den Kanal, damit du noch mehr tolle Geschichten wie diese hören kannst. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.